4 Jahreszeiten, Region 9. 3 Kelche. Und hiernach schalten wir auch endlich wieder das Secret Level frei. Schicksalskreuz einmal machen. Ne, nee, das Gesamtziel. Dahin Zomblins 5 Stück. Erschaffe zauberhafte Prismablumen. Und heile das ganze Land. Ja, wir machen erstmal das. Bleibt ja nichts anderes übrig. Der wird uns wahrscheinlich hier irgendwas kaputt machen wollen. Aber da kommen wir dann schon durch. Wir haben nur 4 von den übertoten Gräsern. Also bleibt uns jetzt eh nichts anderes übrig, als das zu machen. Dann können wir ihm hier die paar Punkte noch wenigstens überschieben. Und dann lasst mich mal eben schauen, wie wir es hier machen. Warum ist denn da noch... Ach, hier ist noch eins. Okay. Machen wir hier ein 5er-Merch, geben das frei, machen das hier hin. Kümmern uns jetzt mal um den. So. Dann ist der weg. Sind wir das auf jeden Fall los. Haben das hier. Jetzt bräuchten wir irgendwie den Drachen. Kriegen wir das auf einfache Art und Weise, ohne dass wir hier was hochjagen? Ja, kriegen wir hin. Wir können das noch hier unten hin machen. Brauchen wir gar nicht unbedingt. Die Punkte hätten wir auch woanders einsetzen können. Aber jetzt haben wir es schon gemacht. Das hier kann mal irgendwo in die richtige Stelle gehen oder so. Das wäre ganz nett. Hier können wir ein 5er-Merch machen. Dann haben wir noch einen übrig. Bringt uns das was? Keine Ahnung. Dann haben wir notfalls noch einen mehr. Wir machen das jetzt mal so. Das schalten wir alles frei. Da kann der Drache sich austoben. Hier machen wir ein 3er-Merch oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Gebt mir mal eine Sekunde. Wir machen mal das hier. Hier sind wirklich keine Punkte mehr drin, die sich noch ein bisschen auf die beschränken könnten. Dann haben wir hier 1, 2, 3 hier. Die können wir noch schnell rauslassen. So, du kümmerst dich mal darum. Ist jetzt nicht ganz so dramatisch, was die dann immer... komm, hier auch noch ein paar Lebenspunkte daraus. Die auch noch drauf. Dann haben wir den gleich tot. Noch zweimal. Ja, komm schon, einmal noch. Schaffst du. schaffst du. Die Stelle kriegen wir wieder frei. Wir brauchen da oben den Baum. Machen wir das mal, bevor wir uns jetzt um den Rest hier kümmern. Wir wissen ja nicht, was da noch passiert. So, jetzt erstmal Drachen. 2 Drachen auf jeden Fall ist nie verkehrt. Dann lassen wir kurz die beiden hier raus, bevor die Höhlen zerstört werden. So, jetzt können die sich erstmal da ein bisschen beschäftigen. Wir können hier ein paar Punkte rauslassen. Dann bitte alle mal auf den und alle auf den, dass wir die alle rauslassen. Und jetzt lass mich mal eben schauen. Den hier haben wir übrig. Okay, wir können das hier darunter machen. Können wir nicht. Der ist für die Ecke. Okay, okay, okay. Warum gehen die Punkte in die falsche Richtung? Okay, da müssen 10 Punkte hin. Dann machen wir das einfach so. Und schieben den da unten rein. So. Jetzt, wir brauchen nicht mehr so viele Punkte. Die Drachen können wir loslassen, aber wir können auch die Punkte hier mal hochlassen. Ist nicht ganz so wichtig. Die können ruhig auf die Zomblins gehen. Ja, kommen 6 Punkte noch da oben. 4, 3, 2. Komm, komm, komm. Fertig. Und alle auf den nächsten. Hier kommen dann nochmal nach und nach welche raus. Ist nicht so dramatisch. Brauchen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, aber wird passieren. Komm, mach den fertig jetzt. Noch 9. So, noch ein paar Lebenspunkte obendrauf. Dann tippen wir noch die Höhle an. Wobei ihr euch nicht um die Höhle kümmern sollt. Die Höhle ist mir eigentlich egal. Bitte alle auf den Zomblin gehen. Das gleiche auf der anderen Seite. Da drauf bitte. Komm. Geh weg von der Höhle. Mach was wichtiger ist. Die Höhlen, die haben Zeit bis zum Ende. Das eilt jetzt nicht. Jetzt machen wir erstmal die weg. Dann lassen wir die 2 auch noch raus. Warum ging der jetzt nicht raus? Jetzt kommt er raus. Wir machen das. Was war hier nochmal Aufgabe? Die zauberhafte Prismablume und das. Okay. Dann kümmern wir uns ein bisschen um die Prismablumen. Sortieren hier mal eben zusammen, was wir da haben.
Da kommen wir dahin. Dann machen wir das mit einem 5er-Merch. Sehr gut. Und dann kommen wir aber, glaube ich, schon zu denen und dahin. Ja. Also das geht ganz gut. Dann machen wir das. Und das. Hallo, würdet ihr denn da unten vielleicht einfach mal, dass sich da keiner drum kümmert? Jetzt fangen die da oben an, diese Höhlen kaputt zu machen. Wirklich. Kümmert euch mal um den. Das raus, das da hoch, dann bitte alle auf den. Wir sammeln hier oben noch ein paar Steine ein nebenher und gleich können wir dann die ganzen Gräber mal zusammenschieben und zum eigentlichen Ziel kommen. So, das alles weg. Die Steine hier sammeln wir auch noch schnell ein, den auch. Jetzt gehen wir mal ans Grabstein im Wörtchen. Dann haben wir hier 5, da haben wir auch 5. Hier rüber, genau, dann da wieder 5 und Kiste noch schnell aufmachen und dann können wir das abschließen. 1, 2, 3, da ist unser Kreuz und fertig, Punkte noch eingesammelt, eine kleine Münze noch, nochmal Punkte. Erledigt, da, 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 da. So, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm, gibt es noch eine schöne Belohnung heute oder nicht? Nee. Dann nehmen wir die Münze mit und die beiden Strauchsprossen. Ah, die Blume, nee. Ja, ist nicht schlecht, aber nee. Und jetzt müsste eigentlich auch Secret Level 1 aufgetaucht sein. Lass mich mal gerade selbst schauen. Wo sind wir hier für Jahreszeiten? Hm, ich weiß gar nicht, wo es ist, ehrlich gesagt. Ich muss selbst gucken. Da ist es, ja. Da ist es tatsächlich aufgetaucht für Jahreszeiten Region Secret Level 1. Auch hier halt wieder diese Sperre, dass es erst kommt, wenn man hinten für Jahreszeiten Region 9 gespielt hat. Ich finde es anstrengend. Ich weiß nicht, was diese Regelung soll, dass man dann immer noch mal zurückspringen muss. Aber so ist es leider. Ja. Wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bye, bye.